Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Im letzten Part haben wir die nächste Hauptmission gespielt, nämlich hier der Kampf um die Arcada-Festung. Und haben wir auch ganz gut gemeistert, würde ich sagen, obwohl da sehr, sehr viele starke Gegner vorkamen. Und jetzt heute wird es wieder einige Nebenquests geben, denn wir können sehen, dass wieder tausende neue Dinge aufgetaucht sind, die ich dann gleich erstmal alle machen will, oder viele von denen zumindest. Erstmal gibt es hier gleich nebeneinander direkt zwei Rezepte, ich will erstmal das machen, und zwar hier Fleischpastete, das neue Rezept. Eine junge Köchin kann es kaum erwarten, ein Rezept auszuprobieren, das sie neulich gelernt hat. Wenn du ihr die Zutaten bringst, bereitet sie es direkt vor deinen Augen zu. Mhm. Hervorragend. Die junge Köchin stellte aus deinen Zutaten eine lecker aussehende Pastete her und merkte dann an, dass sie dir nie versprochen hatte, sie kosten zu dürfen. Aber du bekommst das Rezept. Sehr nett. Oh, Schaden plus 10%. Das ist nicht schlecht auf jeden Fall. Nice. Und in Ranel haben wir auch die Hälfte erledigt mittlerweile und kriegen einige neue Dinge. Dankeschön. Gut. So, ich soll die Mission machen. Ja, ruhig bleiben, Babywächter. Erstmal noch hier ein weiteres Rezept, nämlich Feenwasser. Ah, der unentdeckte Geschmack. Ein Meisterkoch möchte ein neues Gericht ausprobieren in der Hoffnung, eine komplett neue Geschmacksrichtung zu finden. Er teilt das Rezept mit allen, die ihm die passenden Zutaten bringen. Eine einzige Fee, 27 habe ich aber noch. Bei den großen Feenmissionen haben wir ja einige bekommen von denen. Tja, das war eine reife Leistung. Der Versuch des Meisterkochs, ein komplett neues Gericht zu erstellen, stellt sich als schwierig heraus. Anstelle von Essen kreierte er etwas anderes. Doch zumindest hast du das Rezept. Yay! Einmalige Wiederbelebung nach Verlust aller Herzen. Mhm, das dachte ich mir schon. Die Frage ist, werde ich da voll geheilt dann, wenn ich alle Herzen verliere, oder werde ich nur um ein Herz wieder geheilt? Das will ich mal auf jeden Fall nochmal irgendwann ausprobieren, wie das dann genau funktioniert. So, genau, und auch das Bombenmodul will ich endlich mal upgraden, können wir jetzt nämlich. Explosives Temperament. Ein Forscher am Königlichen Institut erforscht die Sprengkraft von Bomben. Er braucht Wächterteile als Referenzmaterialien, um die Bomben zu verstärken. Mhm. Tadam. Du hast es geschafft! Yay! Obwohl es noch viel herauszufinden gibt, wie das Bombenmodul funktioniert, können deine Bomben verstärkt werden, nachdem du die Referenzmaterialien übergeben hast. Alles klar? So, ich glaube, mit einzelnen Charakteren upgraden will ich dann erst später machen. Ich will nicht am Anfang gleich so Milliarden viele Dinge machen. Lieber noch ein paar andere Sachen aber, nämlich genau hier noch. Denn der Monsterladen ist jetzt wieder zurück, aber ich habe ja noch nicht wirklich was machen können beim ersten Mal. Aber hier ist er jetzt wieder. Das war ja in Breath of the Wild auch so, dass der an verschiedenen Orten aufgetaucht ist. Kalte Wüstennächte. Der Händler vom Totenkopfteich steht nun auf dem Wüstenbazar, doch die nächtliche Kälte hält die Kunden ab und das Geschäft geht nicht gut. Bringe ihm Monsterteile und kaufe etwas. Mhm, habe ich mehr als genug von allem? Yay! Gemeinsam profitiert ihr von den Waren der Wüste. Der Händler möchte seinen Laden auch an anderen Orten eröffnen und so werdet ihr euch sicher eines Tages wieder treffen. Ich weiß noch nicht, was mir das genau bringt, außer halt neue Kostüme zu bekommen. Aber vielleicht hat das auch noch irgendeinen Sinn, wenn ich den überall, wenn ich dem überall Monstermaterialien gegeben habe. Keine Ahnung, schauen wir einfach mal. Gut, dann will ich aber jetzt schon die erste Mission erstmal machen. Und zwar, ich will mal wieder die großen Feen austesten. Ich war ja kein so wirklicher Fan von denen, aber ich will ihnen nochmal eine Chance geben. Ich nehme mal diese Mission hier, die ist schon gar nicht so einfach. Hier kommt aber auch eine Leune vor und ich brauche für ein paar weitere Missionen noch Leunenmaterialien. Deswegen will ich mal ganz gerne hier kämpfen. Und ich habe sogar noch einen zweiten Charakter für den Notfall, der mir helfen kann, falls ich mit den Feen nicht klarkomme. ich nehme erstmal die großen Feen. Habe ich etwa jetzt meinen Auftritt? Ja, hast du. Und dann mal noch, weiß nicht, Impa ist immer gut. Königliche Beraterin Impa, bereit. Mhm. Rezept, warum kann ich mir das leisten, das mit 10%, ja. Das, ja, ist auch, ist gar nicht so schlimm, aber ich will es trotzdem nicht für so eine Nebenmission machen. Aber könnte ich in Hauptmission vielleicht dann immer machen, okay. Ich mach mal einfach, wieder ein bisschen auf die Defensive, weil da habe ich sehr viel von dem Zeug. Und ich werde mit der großen Fee halt wieder wahrscheinlich 1000 Mal getroffen. Wenn das nicht köstlich riecht. Da habe ich eigentlich auch ziemlich viel. Ne? Ich mache das mal, weil ich will noch ein bisschen mehr rumprobieren mit der großen Fee, auch ihre Effekte und sowas. Und die 5er-Kombo haben wir jetzt mittlerweile auch neu mit ihr. Mm, das ist gut. Deswegen werde ich wahrscheinlich oft getroffen. Das denke ich auch. Ja, ja. Und deswegen lieber ein bisschen auf die Defensive gehen. Okay, dann fangen wir gleich mal an. Schauen wir uns dann gleich erstmal die 5er-Kombo an, bevor ich dann auf die Effekte zu sprechen komme, durch die ich, oder über die ich jetzt schon viel besser durch euch Bescheid weiß. Erstmal 5er-Kombo. Ja, ich wurde natürlich erstmal erwischt, wie immer eigentlich. Er ist aber auch hier kacke mit den ganzen Schleimis auch noch. Schleimis sind immer kacke, finde ich. Man kann zwar auch Gegner damit ganz gut wegburnen, aber halt jetzt den hier nicht. Ich halte ihn mal kurz an. So, stopp. Okay, jetzt mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Warum habe ich die 5er-Kombo noch gar nicht? Doch, habe ich schon. Ich bin nur zu blöd. Die kennen wir auch noch nicht, die 5er-Kombo, bin ich mir recht sicher. Ich muss gleich nochmal gucken.
Den muss ich gar nicht unbedingt besiegen, ich muss den Vorposten einnehmen. Aber ich muss wahrscheinlich ihn besiegen, um den Vorposten einnehmen zu können. Ja, das hat die Viererkombo, die kenne ich ja schon, ja. Ist das Timing da so schwer? Oder bin ich einfach nur so schlecht? Warte mal. Ich weiß nicht, ob... Mann, ey. Ich weiß nicht, ob das schon die Fünferkombo war, die ich jetzt da eingesetzt habe. Aber das sah sehr unspektakulär aus, dass sie da einfach so aus der Blume rauskam. Das glaube ich eigentlich nicht, dass das schon war. Erstmal Schmetterangriff. Ich muss leider mal in Ruhe austesten. Ich habe halt nur leider keine Zeit, weil ich mich hier beeilen muss in der Mission. Jetzt auch nochmal gegen die kleinen Gegner hier, das ist ein bisschen besser. Aha, das ist der fünfte Schlag. Ja doch, okay, das ist schon neu. Das ist ja lustig. Das ist sogar recht stark auch. Okay, also ich verziehe mich da in meine Blume. Kann auch mich bewegen, ganz normal. Und dann kann ich immer Y drücken, um ein bisschen extra Schaden zu machen. Macht sogar gar nicht mal so wenig Schaden. Mit X kann ich noch ein Finale machen. Das war knapp. Okay, also das ist interessant, weil bei allen anderen Moves von ihr bleibt sie ja ziemlich stark stehen und bewegt sich nicht wirklich weit nach vorne. Aber da kann sie sich weit nach vorne bewegen. Und ich kann mich sogar frei bewegen. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Muss ich sagen. Jetzt habe ich es wieder verkackt. Das Timing kriege ich irgendwie noch nicht ganz hin. Oh Gott. Ja, solche, so Exalfos oder Octorox sind natürlich die absolute Hölle. Das ist klar. Warte mal kurz. Ich will mal noch mal kurz hier die eine haben. Und mir ein Schutzschild aufbauen. Das kenne ich ja schon, den Effekt. Ich konnte etwas Hilfe brauchen. Oh, da waren noch drei so Typen, Mann, ey. Ist immer noch echt schwer, mit ihr keinen Schaden zu nehmen. Das ist auf jeden Fall ihr größter Nachteil, das ist klar. Aber die Fünfer-Kombo haben wir jetzt ja an sich gesehen. Ich will es einmal noch mal kurz austesten. Auch gegen kleine Gegner ein bisschen. Wie lange hält denn das an? Kann ich da beliebig lange drin bleiben oder wie? Okay, wenn ich Schaden nehme, muss ich halt raus. Aber sonst kann man... Weil das ist, ich meine, ich weiß nicht, ob das besser ist, dauerhaft in dieser Form zu bleiben, als einfach normal anzugreifen. Aber das kann sogar den Schwachpunkt wieder einfach so hervorlocken, wie das ja viele Fünfer-Kombos können. Ah ne, okay, da muss ich wieder raus. Nach so 5 Sekunden oder sowas. Okay, es hält nicht beliebig lange an. Das wäre auch ein bisschen zu krass vielleicht, wenn es beliebig lange anhalten würde. Okay. Aber ist trotzdem gar nicht so schlecht, finde ich. So, nochmal. Bam. Und bam. Kann man auch ziemlich schnell raushauen, auf jeden Fall. Und da der Schwachpunkt wieder hervorgelockt wird, ist echt gar nicht so schlecht der Angriff. Ja, diese ganzen kleinen Projektile überall. Werde ich halt von allen getroffen. So, Schmetterangriff. Genau, aber gleich will ich noch ein bisschen mehr auf die Effekte von den Feen zu sprechen kommen, über die mir eben einige Tipps gegeben wurden von verschiedenen Leuten von euch. Und zwar, also einerseits, was ich ja eben schon gelernt habe, ist, dass nicht die, sondern die mit den lila Haaren, dass die hier mir eben so ein Schutzschild machen kann, was halt für die Defensive eben ziemlich gut ist. Bei den anderen habe ich die Effekte nicht so richtig verstanden. Aber es gibt noch ein paar besondere Effekte, die die Feen da haben. Und vor allem sollte man ein bisschen häufiger aus den Effekten raus Dash-canceln. Das ist eh etwas sehr Wichtiges in dem Spiel. Das mache ich ja bei Stasis auch immer, dass ich da raus Dash-cancele. Und das sollte man auch da bei den Fähigkeiten, bei den ZR-Fähigkeiten häufiger mal benutzen, damit man die schneller hintereinander rausbammen kann. Aber gleich mehr dazu. Kann der jetzt mal eigentlich sterben, der Arsch? Gibt's doch gar nicht. Weil da habe ich ein bisschen mehr Ruhe, wenn der weg ist. So. Ja, die blöden Exalfos sind aber auch... Exalfos sind ein richtig schlimmer Gegner für die große Fee. Ist klar. Okay. Und zwar, so als sie hier zum Beispiel. Wenn ich bei ihr ZR mache, kommen ja einfach nur so Blumen vor ihr. Genau, und man kann da eben Dash-Canceln daraus und das immer wieder machen. Aber das hat einen bestimmten Effekt, dieser Angriff hier. Der bewirkt nämlich, dass die Verteidigung der Gegner reduziert wird. Also wenn ich das immer wieder auf denselben Gegner mache, dann ist es so, dass ich dann mit den Angriffen jetzt mehr Schaden machen dürfte als normalerweise. Das kann man jetzt nicht so gut direkt hier sehen als Vergleich. Ich habe halt auch eine recht schwierige Mission gewählt, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Aber wir können schon sehen, dass die normalen Attacken recht viel Schaden gemacht haben, dem Typen. Also das ist schon ein ziemlich ordentlicher Effekt, glaube ich. Es hält zwar nicht so mega lange an, meine ich. Aber ich kann damit eben die Verteidigung der Gegner reduzieren. Und ich kann das auch immer wieder machen. Und ich glaube, das stackt sich auch, wenn die das immer wieder macht. Also das ist in der Hinsicht schon nicht so schlecht auf jeden Fall. Aber jetzt nehme ich mal kurz Impa. So. Zack, zack, zack. Geht Impa mal kurz ab. Haltet mich nicht auf! So, ein bisschen abgehen hier. Zack, zack, zack. Ich sehe zwar wieder gar nichts mehr, aber egal. Spezialangriff easy. Los. Macht euch bereit. Ich kümmere mich darum.
Jetzt zählt es. Sehr gut. Stopp. Und gleich ein bisschen draufhauen. Das wird nicht ganz reichen leider, weil ich nicht so viele Kopien gerade habe. Weil ich ja den Spezialangriff dafür machen wollte. Aber macht natürlich trotzdem ganz guten Schaden. So. Ich wollte eigentlich zwei markieren. Warte mal, so. Okay. Bam. Sehr gut. Und noch ein bisschen draufhauen. Das geht so ab einfach. Und schon wieder einen Spezialangriff habe ich ready, wenn ich einen machen will. Aber werde ich jetzt auch so schaffen. Vor allem, weil ich jetzt alle Klone habe. So, draufhauen. Bam, 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 bam. Wunderbar. Level up sogar noch. Sehr schön. Und der ist tot. Okay. So, die große Fee ist schon bei dem anderen. Ich versuch's. Impa läuft mal auch dahin, falls ich das gleich nicht schaffe mit ihr. Das kann nämlich durchaus sein. Ich probiere das mal. Aber trotzdem kurz mit ihr. Ich werde dir aushelfen. Nee. Ja, man wird einfach von allem getroffen. Das ist so schlimm. Kriegt sie, aber sie kriegt auch halbwegs bald ein Level up. Mach doch den Schutzschild. Ja, die ganzen blöden Schleimis auch noch sind halt auch richtig scheiße für die große Fee, weil die einfach viel zu fett ist. Und dann von allem erwischt wird. Genau, und dann noch hier sie ist das, genau. Sie hat ja hier so einen Fernangriff, den sie machen kann. Und da kann man auch, der kann auch sehr viel Schaden machen bei dem Gegner. Und man kann da auch immer raus Dash canceln. Ich müsste halt nur treffen noch ein bisschen besser. Aber da kann man auch raus Dash canceln. Ich wechsle mal jetzt kurz wieder. Und dann auch auf die Entfernung sehr große Schäden anrichten. Also sie kann, glaube ich, wenn man das richtig spielt, schon ziemlich abgehen. Aber es ist halt trotzdem, es ist sehr schwer, finde ich, mit ihr richtig zu spielen. Das habe ich noch nicht so ganz gelernt, auf jeden Fall. Aber wird mir vielleicht noch in Zukunft ein bisschen besser gelingen. Bam. So, sehr gut. Dann gleich wieder draufhauen. Also jetzt im direkten Vergleich zum Beispiel gefällt mir halt Impa. Vielleicht ist es so, dass die große Fee, wenn man die richtig spielt, sogar besser ist als Impa, ich weiß es nicht. Aber mir gefällt halt der Spielstil von Impa besser, weil ich halt schnelle und agile Charaktere viel, viel lieber mag. Und die große Fee ist halt extrem lahm. Das ist einfach so. Und Impa kann halt hier so übertreiben und das liebe ich einfach total, wie sie abgehen kann. Das killt ihn, glaube ich, schon. So, bam. Gut, passt. Okay, gut. So, und dann Leune ist jetzt erschienen. Okay, ja. Ja, ich müsste halt mal die große Fee kurz heilen. Wenn ich das mit ihr jetzt machen will. Ihr überlasst es mir? Mach mal kurz, ja. Ich habe ja eh relativ viele Leben. Jetzt warte mal kurz. Hier bleib ich nicht. Mann, das ist aber so schwierig, den Sachen da auszuweichen. Aber ich will eigentlich mal die haben, die den Ferner angefahrt. Ja, das ist die mit dem Schild, aber das ist auch gut. Mach mal kurz Schild, genau. Ich gefriere. Man wird so schnell getroffen von allem. Mann, ich komme überhaupt nicht voran. Verdammt nochmal. Also kleine Gegner sind für sie echt ein Problem. Kein anderer Charakter hat mit kleinen Gegnern Probleme, aber sie schon. Bam. So, okay. Genau, die ist es jetzt, genau. Die will ich nämlich, die will ich behalten. Und dann immer wieder hier sowas zum Beispiel machen. Das hat eine riesen Range, wie wir sehen können. Und das kann man halt wirklich ganz gut rausspammen. Ich lege los. Und wir können auch sehen, wirklich an der Leiste, dass es wirklich ganz guten Schaden auch macht. Wenn jede von den Dingern immer treffen. Wenn ich halt immer daraus Dash cancele, dann wechselt die Fee auch nicht. Und da kann ich immer wieder mit ihr angreifen. Ich mache gleich nochmal einen einfach. Aber ich muss gleich Impa nehmen, sonst schaffe ich das hier nicht. So, wechseln. Okay. Los. Einfach schon rausspammen. Spezialangriff. Ich muss mich ja sogar noch ein bisschen beeilen gegen den Leuten hier. Deswegen jetzt mal kurz draufhauen. So, ich habe sogar gleich nochmal einen Spezialangriff von ready. Und los. Zack. Ah, das hat sogar schon gereicht. Echt. Krass. Achso, nee, ich musste den Leuten gar nicht besiegen. Ich musste nur den Moblin besiegen. Oder, ja doch, passt schon, den Moblin und die Festung einnehmen. Ich wollte eigentlich den Leuten auch besiegen, weil ich ja seine Materialien brauche. Oder seine Urkunde. Verdammt nochmal. Na, egal. Also, ihr könnt auf jeden Fall sehen, es ist immer noch sehr chaotisch mit der großen Fee. Ich habe noch immer bei Leib nicht alles gelernt. Ich habe jetzt immer noch vergessen, sogar eine Sache zu zeigen. Weil ihre Zweier-Kombo, wo sie so ein Herz nach vorne hauen kann, das kann Gegner anscheinend noch verlangsamen sogar. Also, sie hat sehr viele verschiedene Effekte. Entweder ein Schutzschild für sich selber, eine riesen Range einfach nur. Sie kann die Verteidigung der Gegner reduzieren. Sie kann Gegner verlangsamen. Also, sie hat wirklich enorm viele interessante Effekte. Wenn sie halt nicht so oft getroffen werden würde, dann wäre es richtig, richtig cool einfach nur. So ist es immer noch sehr kompliziert mit ihr zu spielen. Wenn man es aber kann und man die Effekte von ihr auch sinnvoll benutzt, dann kann sie, glaube ich, wirklich abgehen. Aber ich kann das halt noch nicht. Ich muss noch mehr mit ihr üben. Vielleicht werde ich sie am Ende dann aber doch besser finden. Ich bin immer noch kein so riesen Fan von ihr, weil sie halt viel zu oft getroffen wird, haben wir jetzt hier gesehen. Mit Impa hatte ich null Probleme in der Mission. Mit der Riesenfee oder mit der großen Fee hatte ich Riesenprobleme im wahrsten Sinne des Wortes. Aber mal gucken. Vielleicht muss ich doch mal im Trainingsraum
hier beim mentalen Training mit den Feen ein bisschen trainieren, damit ich das ein bisschen besser lerne. Weil ich würde sie schon gerne noch besser und mehr verstehen wollen, aber sie sind schon ziemlich komplex. Das kann man auf jeden Fall nicht verneinen, das ist klar. Gut, jetzt auf jeden Fall noch weitere Missionen. Und zwar jetzt einfach irgendwelche anderen Sachen halt, denke ich. genau, ich will auch mal ganz kurz das hier erstmal machen. Da werden nämlich dann, wird die Hylia Schmiedegilde billiger. Das nutze ich ja sehr oft, auch sehr wichtig. Brandneue Werkzeuge. Viele Werkzeuge der Schmiedegilde sind mit den Jahren durch harte Arbeit schadig geworden. Doch die Gilde hat kein Geld für neues Werkzeug. Versorge die Schmiede mit den nötigen Finanzen. Mhm. Du bist ziemlich gut. Mhm, finde ich auch. Dank der neuen Schmiedewerkzeuge verbesserte sich die Produktivität enorm. Die Schmiede der Gilde sind ein wenig wie Kinder, die nicht von ihren neuen Spielzeugen lassen können. Okay, wunderschön. Genau, ich glaube zum Beispiel hier für dich für Sidon. Da brauchte ich, glaube ich, Leunenzeug, ja, aber habe ich jetzt leider eben doch keinen besiegen können, obwohl ich eigentlich einen besiegen wollte, aber dann halt nicht. Das wird mich sehr interessieren. Höchststufe von Waffen erhöhen plus einmal. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Schauen wir mal. Eine monumentale Aufgabe. Ein Waffenschmiedmeister im Dorf der Soras wurde zur Errichtung eines großen Monuments aus Stein herangezogen und ist völlig überarbeitet. Hilf ihm, indem du Materialien für ihn sammelst. Mhm. Ein großer Erfolg. Schneller als erwartet war der Bau abgeschlossen und das gesamte Dorf der Soras war dir dankbar. Der Soraschmied war so erfreut, dass er dich eine Schmiedetechnik der Soras lehrte. Höchststufe von Waffen erhöhen. Die beste Schmiede aus ganz Hyrule haben sich vereinigt. In der Hylia Schmiedegilde kannst du nun die Höchststufe deiner Waffen weiter heraufsetzen lassen. Okay, also ja, mehr als 20 ist jetzt möglich. Ist jetzt... Ah, da ist was Neues hinzugekommen. Hier. Okay, also ich muss erstmal eine Waffe auf 20 bringen. 20 ist, glaube ich, das Maximum, das eigentliche. Und wenn sie auf 20 ist, kann ich sie hiermit dann nochmals erhöhen. Die Frage ist halt, auf was dann? Auf 21? 22, 25, 30, 50, 1 Million? Wer weiß. Aber okay, werde ich auch mal bestimmt bald benutzen. Ich werde bestimmt nochmal relativ bald, glaube ich, auch schon Stufe 20er Waffen haben. Das dauert, glaube ich, nicht mehr so lange, bis ich das schaffen kann. Okay. So, dann hier ist noch was für Link. Ein längerer Kombo-Angriff mit dem Zweihänder. Bereit zum gemeinsamen Training. Um sich auf die Wiederkehr der Verheerung vorzubereiten, sammelt die Freiwilligenarmee mutige Krieger aus ganz Hyrule. Beschaffe Vorräte für die gemeinsamen Kampftrainings. Mhm. Vielleicht lag es am guten Essen, dass alle mit ganzem Herzen dabei waren und das Training ein voller Erfolg wurde. Alle Teilnehmer sind nun geschickter im Umgang mit dem Schwert. Aha, die 5er-Kombo endlich mal. Können wir auch noch vielleicht mal heute austesten. Mit Link habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. In der letzten Hauptmission habe ich ja auch nicht ihn genommen. Mifa hat hier noch was, mehr Spezialangriff. Für wen ist die Rüstung? Eine anonyme Bitte erreicht dich. Die Tochter des Auftraggebers arbeitet bis spät in die Nacht an einer Rüstung. Um ihre Gesundheit besorgt, bittet er dich, ihr heimlich Materialien zu bringen. Ich werde mir mehr Mühe geben. Yay, die Tochter des Auftraggebers hat die Rüstung bei guter Gesundheit fertiggestellt. Doch der Auftraggeber fragt sich nach wie vor, für wen die Rüstung wohl bestimmt ist. Sehr gut. Und auch Sora Beinschutz. Gut. Genau, kann ich auch mal gleich wieder Link ein bisschen neu anziehen, weil wir haben jetzt einige neue Dinge mit ihm erhalten. Für Dao gibt es auch noch ein bisschen was. Ausdauerprobe am Todesberg. Die Goronen wetteifern darum, wer den Todesberg am schnellsten erklimmt. Dao möchte den schnellsten Weg nehmen, gib ihm Materialien, die seine Ausdauer über sein normales Limit erhöhen. Mhm. Ich platze vor Energie! Yeah! Dank der Ausdauermaterialien konnte Darok einen neuen Rekord für den schnellsten Weg zum Gipfel aufstellen. Angeblich hört man sein herzhaftes Lachen vom Gipfel bis nach Goronia. So, auch er hat 3 Stück, sehr gut. Und noch mehr Herzen auch für ihn. Auf der Suche nach einer Delikatesse. Die Goronen am Todesbergtunnel hören mit der Arbeit auf, wenn sie hungrig werden und sich nach einem saftigen Felsenfilet sehnen. Und der Trick für ein schmackhaftes Felsenfilet ist... Didum. Überlass mir den nächsten Kampf! Mit Steinsalz und Goronen wird's gewürzt. Etwas Vogelnuss hinzufügen und voilà, das perfekte Felsenfilet. Nach diesem Festmahl gruben die Goronen ihren Tunnel so weit wie möglich. Wunderschön. Ach, Felsenfilet muss man doch gar nicht mehr verbessern, das ist schon so perfekt. Und wir kriegen noch Luxuswild und Steinsalz ein bisschen zurück. Dankeschön. Hier wären noch mehr Herzen für Yonobo, aber geht auch noch nicht. Hier, das würde ich mal auch gerne haben wollen für Maronos. Da brauche ich auch Leunenurkunden. Ich brauche so viele Leunenurkunden. Aber gerade eben kam ja sogar ein Leune vor, aber ich habe ihn nicht mal besiegt. Weil ich nicht wusste, dass die Mission dann schon enden würde, verdammt nochmal. Ich mache auch mal das hier, wo ich alle Siegel von einer Waffe auf einmal entfernen kann. Ein Schmiedegeheimnis im Dorf der Orni. Im Dorf der Orni gibt es eine überlieferte Technik, wie Pfeilspitzen sauber poliert werden. Wenn du die nötigen Materialien sammelst und zum Schmied bringst, wird man sie dich lehren. Mhm. Ein fantastisches Resultat. Yay, du gabst dem Orni-Schmied die Materialien und er teilte seine Geheimtechnik mit dir. Damit kannst du im Handumdrehen sogar in eine Waffe eingebrannte Siegel entfernen. Gut,
Für Theba gibt es auch gleich noch was, nämlich ein längerer Komboangriff. Eine mächtige Bogensehne. Einem Meisterbogenschützen der Orni zufolge macht ein bestimmtes Pflanzenmaterial Bogensehnen stärker. Besorge das Material in Vorbereitung auf die kommenden Schlachten. Mhm. Das Beste kommt erst noch. Dank der verstärkten Bogensehne kam Theba die Idee für eine neue Technik. Nun wartet er auf Monster, während er es kaum erwarten kann, die Technik bei erster Gelegenheit auszuprobieren. Okay, längere Standard-Kombo, noch keine 5er-Kombo bei ihm. Die würde ich auch gerne mal sehen wollen. aber gut. Und dann da unten haben wir auch noch was, aber das glaube ich das letzte erstmal. Für Rishu noch mehr Herzen. Der Wiederaufbau der Lippenstift-Boutique. Eine Lippenstift-Boutique in Gerudo-Stadt wurde zerstört und die Besitzerin bittet dich um einen Vorschuss zum Wiederaufbau. Doch wird sie eine derart hohe Summe jemals zurückzahlen können? Ich gebe dir trotzdem 5000. Passt schon. Ich habe genug Geld. Sehr gut. Yay. Aber wir kriegen sie wirklich wieder zurück sogar. Okay, der Lippenstift-Boutique hat wieder eröffnet, und alles in voll des Lobes. Als du neulich die Besitzerin trafst, zahlte sie dir die gesamte geliehenen Rubine zurück. Okay. So, ein einmaliges Investment, aber gleich wieder zurückbekommen, das hat sich gelohnt. Gut, dann könnte ich mal jetzt eben mit Link mit dem Zweihänder noch eine Mission machen, mit seiner neuen Combo. Würde mich sehr interessieren. Hier... Große Bananenschlacht, werde ich mal das endlich mal machen. Das ist auch noch die niedrigste, die mir aktuell noch fehlt. Oder so eine Arena. Da wird ja auch wieder ein Leune vorkommen. Wir kommen, ich mach mal dann das hier. Darf ich sogar auch zwei Leute mitnehmen. Einmal Link mit dem Zweihänder. Nun ist es Zeit, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Einfach die, der ist eher fürs Farmen, aber trotzdem passt. Und ich glaube. Mit Revali habe ich auch noch die 5er-Kombo mittlerweile. Und die habe ich, glaube ich, schon mal auf meinen großartigen Auftritt. Noch nicht gesehen, oder? Genau, ich habe die 5er-Kombo schon. Habe ich die schon mal gesehen? Ich weiß zumindest gerade nicht, was es ist, aber ich könnte es wieder vergessen haben, wie so oft. Aber ich will es mir mal dann genauer angucken, auf jeden Fall. Ich mache mal einfach wieder hier defensiv ein bisschen. Ist für mich? Einfach paar Stunden. Ja. Nun ja, das war lecker. Okay, auf geht's. Sorry, ich habe die Mission nochmal kurz abgebrochen und neu gestartet, denn ich musste Link natürlich noch umziehen. Mit dem Kopftuch, Orni-Oberteil und Suara-Hose. Wunderschön. Gut, so, erobere die Vorposten. Dann, oh Gott, gucken wir gleich mal. Das war sie, glaube ich, schon. So ein bisschen Fernangriffe waren da, glaube ich, auch dabei. Warte mal. Nee, das mal, warte mal. Ja, das ist die 5er-Kombo jetzt. Doch, genau, ja, passt schon. Fernangriffe ist so ein paar. Die er raushaut. Das ist nur die standardmäßige. Gleich werde ich natürlich auch noch die geupgradete dann zeigen. Zack, 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 zack. Bam. Ja, ist schon gar nicht so schlecht, finde ich. Und dann jetzt natürlich die geupgradete Version. Ob wie lange Link das machen kann, habt ihr das gesehen? Die ist ziemlich gut. Die ist richtig gut. Ansonsten bin ich ja vom Zweihänder gar nicht so ein Riesenfan bisher, muss ich sagen. Also das Masterschwert finde ich besser. Und die Lanze finde ich sogar fast, also nicht schlechter zumindest, irgendwie als den Zweihänder hier. Aber die 5er-Kombo, die ist, glaube ich, nicht so schlecht. Muss ich gleich nochmal austesten. Hier gegen den nächsten. Ah, hier ist schon ein blauer Leune. Okay, hallo. Gleich mal zum Schwachpunkt abziehen vor allem, will ich das austesten. So. Weil da, ich meine, die ist halt relativ spät erst, die 5er-Kombo. Aber da wirkt es sie trotzdem ziemlich gut. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, es geht sogar. Jeder einzelne Hieb macht gar nicht so viel Schaden. Es sind zwar sehr viele, aber... Ja, okay, aber jetzt macht er wieder den, zeigt den Schwachen wieder sofort dafür. Das ist natürlich nicht so schlecht. Ah, ich wollte gerade mal einen Spezialangriff machen. Jetzt habe ich den temporären Schaden da verloren, verdammt nochmal. Ja. So, stopp. Nochmal. Und los. Abgehen, abgehen, abgehen. Okay, nice. Yeah! Ah, da ist sogar noch so ein Finisher auch dabei mit so einer Wirbelattacke noch, mit so einer vertikalen. Zack. Aber ich will es nochmal austesten, weil das kann ja auch den Schwachpunkt einfach so hervorlocken. Aber ich muss natürlich sicher sein und erstmal ausweichen. Ja, so viel dazu. Ja, ich glaube, gegen den Leun ist es aber nicht so ideal, weil der halt zu schnell ist und zu schnell zu mir aufholen kann. Gegen den langsamen Hinox oder sowas ist es vielleicht besser. Okay. Zack. Weil ich kann jetzt hier halt... Ich komme nicht dazu, meine 5er-Kombo da zu machen. Ja, leider. Ich würde es halt gerne mal austesten, wie gut es ist, um einfach so den Schwachpunkt halt hervorzulocken. Aber das gelingt mir hier natürlich nicht so ganz gegen den. Ja, weil immer, wenn er zu weit weg ist und ich das gerade aufladen will, macht er halt
hier irgendeinen Angriff. Aber jetzt dürfte ich ein bisschen Zeit haben. Warte mal. So, und los. Können die einzelnen Hiebe auch schon? Nein, okay, nur der letzte kann den... ja, halt dich bitte. Nur der letzte kann den Schwachpunkt wirklich hervorlocken. Okay, ja, dann ist es doch gar nicht so gut, der Angriff. Und das war jetzt auch nicht gut von mir. Aber der ist dann wirklich nicht so gut, der Angriff. Ich dachte erst, der wäre voll broken. Aber ist er gar nicht unbedingt. Okay, na gut. Das war jetzt auch wieder schlecht gespielt von mir. Das ist halt immer doof, wenn ich neue... Das merkt er. Immer wenn ich neue Moves austesten will, dann gehe ich drauf. So ungefähr. Aber ich meine, ich muss ja irgendwann die neuen Moves austesten. Das ist ja auch langweilig, wenn ich immer zuerst in den Trainingsraum gehe und die dort austeste, oder? Das will ja keiner sehen. Und deswegen, ich will die halt hier gleich in den richtig echten Schlachten austesten, die neuen Moves. Aber dann sterbe ich halt immer, weil das halt immer damit verbunden ist, dass ich dann Blödsinn mache. Zack. Ja, der Finisher-Move sieht aber cool aus. Weil es halt immer damit verbunden ist, dass ich Quatsch mache währenddessen und dann halt getroffen werde. Das ist einfach leider so. Aber muss ich damit leben. So, zack. Okay, nochmal. Und los. Ja, durch die Schwachenanzeige von dem hier rockt es natürlich komplett durch. Aber der kann ja auch nicht wirklich viel. Im Gegensatz zu dem Leunen, der da schon ein bisschen mehr drauf hat. Okay. Jetzt aber noch einmal, jetzt werde ich mich mal besser anstellen. So, hallo. Erstmal schön fressen. So, stopp. Okay. Und draufhauen. Okay. Am besten dann mit allen Schlägen treffen, auch mit dem letzten, wenn sein Schwachen schon wieder eigentlich weg ist. Zack. Und dann wieder... Ah, jetzt hat es nicht ganz geklappt, leider. Und dann wieder neu hervorholen. Boah, Leune ist aber auch wirklich ein krasser Gegner, finde ich. Das ist echt schwierig, seinen schnellen Attacken teilweise auszuweichen. Habe ich immer noch Probleme damit. Aber liegt halt, wie gesagt, auch daran, dass ich hier ein neues Moveset wieder oder einen neuen Angriff wieder austeste. Und das ist halt immer mit Problemen eben verbunden. Ist nun mal so. So. Na, ich wollte doch Spaß machen. Aber egal, das reicht trotzdem. Ja. Zack. Okay. Bam. Okay. Und der hält aber auch sehr viel aus, muss man zugeben. Das ist die falsche Dash Attack. Der Move von ihm, den er gerade gemacht hat, ist so scheiße, weil der kommt auch so schnell raus und kann auch den Schild einfach oder meine Abwehr einfach kaputt machen. Der ist richtig fies, finde ich. Ist jetzt riskant, was ich tue? Okay, aber hat wieder den Schwachen wieder vorgelockt, genau. Halte ich mal kurz. Ausweichen, okay. Stopp. Gut. Dann nochmal. Okay. Und das dürfte jetzt ausreichen. Weil selbst wenn nicht, ich kann er wieder hinterherhauen und nochmal seinen Schwachpunkt halt hervorlocken. Genau. Das ist schon ziemlich gut. Ja, das ist sogar der Vorteil davon, dass die 5er-Kombo von links so lange dauert. Weil ich kann halt die ganzen Schläge machen. Und dann, kurz bevor der letzte Schlag kommt, hat sich der Gegner meistens wieder erholt. Aber dann kommt halt der Finisher-Move von der 5er-Kombo hier, der den Schwachpunkt sofort wieder hervorlockt von dem Gegner. Zack, genau. Und dann kann er noch mehr draufhauen. Das geht schon ganz gut ab. Ja, da hätte ich Eis auch machen können. Egal, passt schon. Mit Rivali will ich dann natürlich auch noch gleich spielen, keine Sorge. Und seine neue 5er-Kombo austesten. Die wird, glaube ich, eben noch nicht gesehen haben. Vielleicht auch doch schon. Aber ich glaube eigentlich nicht. So, stopp. Okay. Und wieder draufhauen. Also doch, jetzt bin ich doch ein Fan von der 5er-Kombo hier geworden. Zack. Okay, Schmetterangriff. Ja. Bam. Reicht aber immer noch nicht, leider. Aber das ist auch wieder eine ziemlich schwierige Mission, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, muss ich den Leunen eigentlich besiegen? Also er ist ein gelber Punkt. Aber das ist ja eigentlich kein Vorposten hier, oder? Weil ich meine, es steht ja rechts auch dran, dass ich eins von den drei Vorposten schon habe. Und es gibt aber drei gelbe Punkte. Was auch nicht ganz sein kann, eigentlich. Deswegen, irgendwas stimmt ja auch nicht. Ich glaube, der Leune ist eigentlich optional eher. Aber ich mach's mal trotzdem, weil ich ja auch eh Leunen besiegen muss für viele, viele weitere Aufträge. Aber jetzt können wir ihn killen. So. Bam! Und stirb. Okay. Tö. Yeah! So, mal kurz heilen bitte. Okay, dann Rivali. Bei ihm ist schon einiges los. Wo bin ich eigentlich? Ich sehe gar nichts. okay, ich bin mitten in einer Sackgasse drin gewesen oder so. Ja, toll. Ich habe gar nichts gesehen. Voll gemein. So, jetzt nochmal. Das war sie, die 5er-Kombo. Okay, also er ist versammelt Gegner. Auch in so Winddingern.
und schießt dann Bombenpfeile in die Luft. Also er haut sie erst in die Luft, die Gegner, und verschießt sie dann in die Luft alle. Okay. Zack. Ja, vor allem bei so einem Hinox oder so ist es, glaube ich, ganz gut, weil ich da halt mit all den Bombenpfeilen ihn wahrscheinlich treffen werde, um dann den Schwachpunkt schön abziehen zu können. Aber irgendwie sind jetzt gar keine Gegner mehr hier. Aber das ist ein Vorposten, ja. Also da... Ja, können mal ein paar mehr neue Gegner auftauchen vielleicht. Ich müsste ein paar besiegen, jetzt sind die ganzen Köpfe da, okay. Zack. Okay. Testen wir das mal gegen den. Das war's. Ja, aber das gegen so Gegner am Boden ist es nicht so sinnvoll, weil die kann ich halt nicht in die Luft wirbeln, im Gegensatz zu den kleinen Gegnern. Und deswegen treffen die Bombenpfeile da auch nicht so richtig. Also bin ich gar nicht so ein Mega-Fan von seiner 5er-Kombo, so auf den ersten Blick zumindest. Das wird sich vielleicht noch später ändern, aber auf den ersten Blick finde ich da zum Beispiel seine 4er-Kombo fast besser, muss ich sagen. Das ist halt so cool, einfach auch zum Schwachpunkt der auffüllen. Das ist richtig nice. Oder warum sag ich mal Schwachpunkt? Zum Spezialangriff, Angriffsleisten auffüllen. Ihr wisst, was ich meine. So, aber Jägeroffizier. Sehet und staunet. Das sind sogar zwei. Ohne Gnade. Ohne Gnade. Nice. So, dann stopp. Ich teste mal jetzt nochmal die 5er-Kombo vielleicht. Bam. Ja, er zieht schon ein bisschen was ab, aber es könnte besser sein. Sehet und staunet. Ohne Gnade. Ohne Gnade. Level up sogar. Nice, sehr gut. So, ja, die kann ich jetzt eh wahrscheinlich beide. Ah, ich habe Straßen noch nicht ready, das war schlecht. Ah, ernsthaft. Jetzt leben die noch und machen mir noch so viel Schaden. Hey, wie nervig ist das denn jetzt wieder und unnötig. Einfach nur. Das kotzt mich immer an, wenn Gegner nur noch einen Strich übrig haben, so ganz wenig. Und mir da noch ein bisschen Probleme machen. Das kotzt mich immer übelst an. Okay, aber jetzt haben wir es trotzdem gleich. Zack, zack, zack. Moment mal. So, stopp. Und das reicht schon. Okay, passt. Der ist tot. Gut, aber habe ich den einen jetzt nicht eingenommen, wo ich gerade eben mit Rivali war? Habe ich da... Ich habe den doch besiegt, oder? Eigentlich den Kommandanten, dachte ich. Oder ist jetzt ein neuer aufgetaucht? Also auch so ein Offizier, okay. Oder ist das ein anderer Vorposten? Bin verwirrt. Egal. Macht Rivali auf jeden Fall noch schnell. Dürfte kein Problem sein. So. Stopp. Okay. Zack, Zweierkombo finde ich auch gar nicht so schlecht zum Schwachpunkt der abziehen. Wunderbar. Okay. Zack. Und das reicht. Perfekt. Und stirb. Zeit ist sogar halbwegs eng, aber auch nur deswegen, weil ich halt so viel Blödsinn gemacht habe und ständig neue Kombos ausgetestet habe und sowas. Wie gesagt, das ist immer ein riesen Nachteil. Aber am Ende, wenn ich halt alle Kombos gesehen habe, dann werde ich sehr gut sein im Spiel, vielleicht. So, Jägeroffiziere noch mehr. Okay, komm Link da auch hin. Ja, dann geht mal Link da bitte auch hin. Geh mal einfach zu Rivali. Ja, okay. So, muss ich auch noch alle killen. 3 Stück in 3 Minuten. Okay, das ist gar nicht so einfach. Ach, Mann, ey. Ich hasse aber Jägeroffiziere trotzdem. Das sind auf jeden Fall mit die stärksten von diesen kleinen, aber etwas größeren Gegnern, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, der nächste kommt auch gleich hier. Okay. Vor allem, weil man halt nirgendwo sicher ist vor denen, weil die sich halt teleportieren können. Das ist halt vor allem das Fiese. Ihre Angriffe an sich gehen halbwegs, aber dass sie sich teleportieren können, ist halt das besonders perfide an ihnen. Okay, stirb. Bam. Der Sieg geht auf. Und jetzt beide treffen, perfekt. Sehet und staunet. Ohne Gnade. Ohne Gnade. Zack. Was? Warum habe ich den Schwachpunkt nicht hervorlocken können von dem? Hätte eigentlich funktionieren müssen, für meinen Geschmack, aber okay. So. Bam. Hat gereicht, perfekt. Und Schmetterangriff. Okay. Und ich habe sogar fast schon wieder einen Spezialangriff voll. Aber jetzt kommt Link Edler hier. Das darf mal Link machen, den anderen vielleicht. So, der hat sogar auch fast seinen voll. Ich darf jetzt nur nicht sterben. Das wäre jetzt bitter. Stopp. Okay. Und wieder die schöne 5er-Kombo. Die zwar auch riskant ist, aber das passt trotzdem. Okay, perfekt. Bam. Bam. Ja doch, die gefällt mir schon. Mittlerweile mag ich sie.
Lieber als die 5er-Kombo von Revali, würde ich sagen. Ja, das war es immer noch nicht. Okay, Koka kommt jetzt auch noch wieder. Das ist eine ziemlich ausführliche Mission. Da ist er, ja. Okay. Ja, nee, jetzt mach ich die normale 5. Ja, ich mach sie gar nicht. Ich brech sie ab. Weil der war jetzt wieder zu schnell bei Sinnen. Magnet. Zack. Okay. Das ist halt ein bisschen doof. Wenn ich Stasis nicht machen kann, dann dauert die 5er-Kombo zu lange. Mit Stasis ist das sehr gut, aber ohne Stasis ist die nicht so toll. Ich mach jetzt mal einen Spezialangriff und dann Stasis hinterher. Und dann mit der 5er-Kombo draufhauen, das ist, glaube ich, ziemlich gut. Bam. So, stopp. Gewali hilft auch noch ein bisschen, genau. Und los. Zack, und gleich wieder hervorgelockt den Schwachpunkt, genau. Sehr gut. Ne, gleich aus. Ach Gott. Aber wird trotzdem kein so einfacher Kampf, weil ich habe mit beiden nicht mehr so viele Leben und ich will mich nicht heilen. Auch wenn ich mich wahrscheinlich. Was wird das eigentlich für ein Angriff? Kann er sich da heilen, wenn er Bananen frisst? Keine Ahnung. Das habe ich noch nie gesehen davor, glaube ich. So, stopp. Okay, jetzt sollten wir es aber geschafft haben, zum ersten Mal den Schwachpunkt abzuziehen. Und los. Und bam. Und Schmetterangriff. Gut. Und tschüss. So, ich will noch so lange mit Link spielen, bis ich noch einmal einen Spezialangriff voll bekomme. Und dann gleich werde ich zu Rivali wechseln und ihm auch noch eventuell. Ich glaube, er hat auch noch dann einen Ready gleich. Ja, einfach so sollte ich kürzere 2er- oder 3er-Kombos oder sowas machen, glaube ich. Wenn ich nicht Stasis auch machen kann. Ja, Link, hör auf mit Magnet, verdammt nochmal. Hat noch ewig lang den Magnet vor sich gehalten. Er zittert vor mir. Ja, ich mach jetzt einen, komm. Halte ich mich auch wieder, ist sicherer. Ich glaube, von der Zeit her dürften wir es aber schon noch schaffen. Da bin ich ganz guter Dinge. So, und los. Draufhauen. Und zack. Okay, sehr gut. So, dann Revali. Genau, er ist auch kurz davor, den Spezialangriff voll zu kriegen. So, ich bleib jetzt mal am Boden einfach. Weil das ist nämlich seine Standard-Kombo am Boden ist eigentlich auch ganz gut. Gegen einen Gegner, um Schwachpunkte aufzufüllen. Weil er da ja auch so ein paar mehr Pfeile raushaut. Verdammt nochmal. Ah, der kann sogar andere Liga herbeibeschwören. Das wusste ich gar nicht. Auch lustig, okay. Auch noch die 5er-Kombo. Hui. Aber ja, wie gesagt, so gut finde ich die gar nicht mal. Okay, Schmetterangriff. Okay. Will ich mir jetzt doch heilen? Nee, brauche ich nicht. Ich will jetzt so sterben. Ich habe Äpfel sogar voll gehabt, glaube ich. Oder fast voll zumindest. Aber als ob ich sowas nötig hätte, Leute. Also bitte. Ich doch nicht. Oh Gott. Ich bin so tot. Stopp. Sehr gut. Zack. Ja, Link hat noch mehr Herzen. Ich wechsle mal wieder zu Link. Das ist jetzt ein bisschen sicherer, wenn ich mich nicht mehr heilen will. Und ich will mich nicht mehr heilen, wie gesagt. Okay. So. Runter da. Bam. Ja, gleich haben wir es, gleich haben wir es. 30 Sekunden noch. Wird es sogar doch noch eng? Stopp. Okay, aber jetzt mit Stasis kann ich wieder die 5er-Kombo machen und dann dürfte es reichen. So. Und stirb. Aber es war doch noch enger, als ich dachte, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich keine einfache Mission. Gut. Aber die große Bananenschlacht haben wir damit abgeschlossen. Yay. wunderschön. Gut. Da, sogar noch ein Level up für Link. Alles klar. Auch einige neue Waffen. Hoffentlich auch viele Bananen, die wir bekommen haben. Ja, 132 Stück. Das hat sich doch gelohnt. Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Hyrule Warriors Zeit der Verheerung.
beim nächsten Mal Früchte für Prinzessin Zelda. Auch sehr schön. Beim nächsten Mal würde es dann noch einen weiteren Nebenquest-Part geben, würde ich sagen. Ah, ich kann ja was kaufen übrigens. Das mache ich mal ganz kurz. Her damit. Ich habe mittlerweile so viel Geld. Ja, komm. So. Weil der ist eh ziemlich selten da, nur habe ich das Gefühl. Der Typ, der die Wächtersachen verkauft. So. Und das reicht jetzt nämlich für Yonobo dann. Das war, glaube ich, eine neue Kombo sogar. Genau. Kann ich vielleicht wieder Yonobo auch nehmen und eventuell die 5er-Kombo, wenn ich die da bekomme, dann austesten. Also ja, beim nächsten Mal noch einmal Nebenquests. Und dann beim übernächsten Mal wird es dann mit der nächsten Hauptmission wieder weitergehen, würde ich vorschlagen. Gut. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.